Schon wieder suspekt. Ja. Chili Cheese Double. Alter, da sind einfach drei Buletten da. Klassisch aus. Soße, Zwiebel, Käse. Kamera läuft, Freunde, und heute werden wir einen Tag lang nur euer Lieblingsfastfood essen. Wir sind heftig gespannt, was es so geben wird. Wir machen uns direkt los. Fetzen, unnormal geile, kalorienreiche, leckere, juicy Fastfood-Items, Freunde. Let's go, ich hab Bock. Willi holt mich danach immer ab, Freunde, falls ihr euch fragt. Auf, Junge! Yeah. Danke, Bruder. Hey, Alter, was danke, geht? Ja? So, Freunde, erste Location wird McDonald's sein. Also konnte man sich schon denken, dass Mac auf jeden Fall drankommen wird bei so einem Video. Ja, man, Mac wird auf jeden Fall häufig genannt. Viele Sachen, viele verschiedene, aber wir nehmen einfach die ersten beiden, die geschrieben haben, und zeigen euch, was es ist. Da ist die Bestellung, Freunde. Ich sage euch schon mal, wie viel wir bezahlt haben. 7,58 Euro. Super. Danke. Freunde, Willi hat die Errungenschaft. Ich hab die Errungenschaft, Freunde. Sollen wir direkt mal auf dem Parkplatz aufmachen? Ja, sicher. Welchen soll ich nehmen? Weil nein, Augen zu. Ah, jetzt hast du schon reingeguckt. Ja, Bro, das Ding ist, die sind verschieden verpackt. Nimm, ganz ehrlich, nimm den, den du willst einfach, Bro. Sag ich dir ehrlich. Okay, ich nehm den, den ich will, weil du den die letzten Male so oft probiert hast. Genau. Freunde, es gibt Menschen, die sagen, der McRib ist ihr Lieblingsfastfood. McRib, Leute. McRib, ne? Der ist einfach unter Kategorie Burger weiter. Ja, ja. Das also, Freunde, hier nochmal. McRib. Sieht diesmal sogar krass belegt aus auch. Ja. Aber das ist mir jetzt schon wieder so, ich weiß. Schon wieder suspekt, ne? Das ist mir so eine komische Geschichte hier mit dem Ding. Hau mal rein, Digga. Was sagst du vom Gefühl, ey? Schmeckt schon. Geht schon? Ja, schmeckt schon. Also ist halt so ein Special Burger, ne? Ja, der ist schon, machen, der ist schon echt nasty, ist schon, muss man sagen. Ne? Also das ist halt so eine richtige Pampe. Genau, ist das ist Digga. So ein richtig Nischenprodukt, Digga. Nische. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum das ein Lieblingsburger von jemandem ist. Boah, krass. So, Freunde, ich teste den zweiten Burger, den wir haben. Dennis ist, wie gesagt, zwei Burger geworden. Und zwar ist das der Mac Double Chili Cheeseburger. Ich bin, mal guck an, ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Hi, Bruder. Hallo. Seid ihr Detmold am Meckers? Detti, ja, Detti. Auf Parkplatz. Auf dem Parkplatz chillt ihr da? Ja, normal, wir chillen hier, machen Sandwich essen und so. Oh, geil. Ja, Mann. Chili Cheese Double. Sag mal her. Ja. Ich sag dir ehrlich. Lieblingsburger, ne? Da immer mit dem Gedanken, dass das von einer Person der Lieblingsburger ist. Das ist immer sehr wichtig. So wollen wir heute bewerten, genau. Also richtig kritisch. Das ist so ein Burger. Der ist nicht zu sättigend, das heißt, man kann sich auch ein, zwei Stück, drei vielleicht sogar davon reinziehen. Es ist halt Chili Cheese, also so dieser Standard Chili Cheese Geschmack, aber gut umgesetzt. Deswegen, hier wird man, glaube ich, einfach nie enttäuscht. So. Kann ich es auf jeden Fall verstehen. Kannst du verstehen? Mhm. Sehr gut, das Wichtigste. Mhm. Okay, Freunde, die nächste Bestellung ist am Start. Wir haben hier Burger King, wir waren schon bei Mc's. Geil ist, wir können jetzt nämlich die Chili Cheese Burger vergleichen. Denn hier wurde der Extra Long Chili Cheese gegönnt und ich bin gespannt, ob er an den von Mc's rankommt, beziehungsweise besser. Alter, da sind einfach drei Buletten drauf. Also man sieht schon, das ist ein mächtiger Burger. Freunde. Frisch, richtig geil belegt, einfach schön warm noch. Und schreibt mal an dieser Stelle auch sehr gerne euer Lieblingsfastfood in die Kommentare, was das so wäre. Das ist halt viel geschmacksintensiver. Ne? Viel mehr Käse, also man sieht mehr Soße und so. Die Jalapenos sind so richtig säuerlich und scharf. Ja. Ich schwöre, BK ist momentan, fallen die mir schon sehr, also der Burger. Echt? Boah, Bruder, nach der Doku, wie alle da am Ausrasten sind, ich hab nicht mal was von der Doku mitbekommen oder jemals gesehen, alle aber... aufhören, die zu essen, fange ich erst richtig an, Leute. Das ist schon wichtig auch. Crispy Chicken. Ja, Mann. Hier. Wie lange hast du schon kein Crispy Chicken? Vielleicht schon länger auch. Sieht klassisch aus. Jetzt nicht besonders. Das Brot ist ein bisschen kalt, aber nicht so schlimm, weil es unten ist es warm wegen der Bulette vom Sieht Fleisch. Sieht für mich aber ehrlich gesagt sehr gut aus auch. Ich probiere mal rein, ne? Ja, probier mal rein. Ein sehr geiler Klassiker von BK, finde ich. Aber? Der schmeckt sehr geil. Also hier ist zu wenig Soße drauf auf dem. Wäre da genug Soße drauf und der wird vernünftig gemacht werden, Maschallah. Also ich feiere den Burger heftig. Also kannst du diese zwei Burger schon nachvollziehen, warum es die Lieblingsburger ja, sind? Ich check's. Beziehungsweise das Lieblingsfastfood. Ich check's. Okay. Freut mich. Okay, Freunde, hier. Willi. Die nächste Lieblingsfastfood-Sache, diesmal von KFC. Seht schon, Freunde, wir haben hier einmal den Chocolate Cookie in hell. Wir haben in einer der letzten Videos schon den ganzen Hasen probiert und der schmeckt auch unnormal geil. Am besten drehen wir uns so gegen Audio. Und Freunde, denkt vielleicht, KFC steht für Chicken, steht es auch, aber nicht unbedingt für die Buckets. Wir haben auch schon gesagt, Freunde, die Twister sind brutal. Also, die nennen die Twister, ich weiß gar nicht, nennt man die irgendwo sonst Twister, Digga? Ich glaube ich nicht. Nein, ne? Ich glaube, das ist so ein KFC-Begriff. Weil, ist halt ein Rap, Freunde. Sieht erstmal unscheinbar aus.
weil er noch zu ist. Wenn wir reinbeißen, sehen wir aber ganz genau, dass sich dahinter was verbirgt. Und zwar Hähnchen, Salat, Soße, Zwiebel, Käse. Willi, wie schmeckt er dir? Frisch, saftig. Chicken ist lecker durch. Ich habe jetzt den Barbecue-Twister genommen, weil da nicht genau stand, welcher Twister. Ich glaube, es gibt ihn in zwei Ausführungen. Twister normal, ne? Im 3 sogar, glaube ich. Ja, im 3 stimmt. Vegan, Barbecue und so ganz normal. Ganz normal. So ganz normal, Digga. Ja. Ist halt so, ne? Super. Freunde, als Nachtisch gibt es bei der Bestellung nämlich einen Cookie. Einen weißen dieses Mal. Ja, Mann. Da bin ich mal gespannt, wie du den findest. Fällst du mal rein hier. Also nochmal, die sind ein bisschen anders als bei Subway. Bisschen härter, aber auch schon softbaked. Und die sind kalt, die sind nicht warm. Könnte man natürlich auch warm machen. Könnte man. Aber ist was anderes. Gut? Sehr gut. Geil, Digga. Hm? Sehr, sehr gut. Kann ich nachvollziehen, warum das dein Lieblingsfastfood Cheat Day. Fastfood essen. Lecker. Warum das dein Lieblingsessen ist, was Fastfood irgendwie. Freunde, übrigens haben wir zwei Straßen, wo direkt BK und Mc's nebeneinander ist. Da hinten ist Mc's. Hier ist BK. Hier ist ein China-Imbiss-Laden. Und hier bin ich, hier Leute. Und zwar mit der nächsten Bestellung. Ein McFlurry mit Schokosoße und Smarties. Das ist eine Bestellung von Saskia. Taste ihr den? Kannst du deine Frau nachvollziehen, warum das ihr Lieblings-Snack ist bei Mc's? Mhm. Ja? Kannst du auch irgendwas zum Geschmack sagen? Zum Beispiel. Noch nicht, ne? Es ist noch zu kalt, deswegen rede ich einfach. Okay, jetzt? Ja, super klassische Kombination aus einer schönen schokoladigen Soße, so einem frischen Eis einfach und dazu noch kleine Crunches mit den Smarties. Kann man schon machen, ne? Finde ich super. Ist eine gute Sache. Ja. Freunde, und das soll es auch schon mit dem Video gewesen sein. Wir hoffen, ihr konntet das Video genauso genießen wie wir, weil ihr habt echt ein paar geile Sachen genannt, die wir so nicht so häufig essen würden. Wie gesagt, also immer wenn der McRib im Video kommt, immer wieder interessant, immer Freunde. Wieder interessant. Das Geile an diesem Video ist, wir können das natürlich nochmal machen mit deinem Lieblingsfastfood. Deswegen kommentier auf jeden Fall unter dem Video dein Lieblingsfastfood und natürlich auch, wo man das Ganze kauft, BK, Mc's, Subway, irgendwas davon. Oder auch vielleicht bei Five Guys, was auch immer. Weiß man nicht, gibt's bei uns zwar nicht, aber wir würden natürlich auch ein bisschen weiterfahren dafür. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann Kommentar, was ihr jetzt sehen wollt und ein Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.